Ein Kunstknaller. Und das in der ehrwürdigen Königlichen Akademie der Künste in London. 10 Kilo blutrotes Wachs landen an den weißen Wänden. Schießen in die Ecke heißt die Installation von Anish Kapoor. There's a kind of psychodrama, if you like. Es gibt eine Art Psychodrama mit dieser sehr phallischen Kanone, die in die Ecke schießt, die einen Gewaltakt vollführt, die aber auch ein Gemälde schafft. Es entsteht also eine ganze Geschichte aus dieser Farbspritzmalerei. There's a whole history of splatter painting, if you like. Kapoors Skulpturen sind immer riesig. Nahe der Akademie der Künste steht sein Werk Großer Baum und das Auge. Es spiegelt die umliegenden Gebäude wider. Im Innern nehmen die Werke des indischstämmigen Künstlers ganze Räume ein. Die Farbe Rot ist eines seiner Leitmotive. Rot schafft eine Art Dunkelheit, die aufwühlender und viel tiefer ist als Schwarz oder Blau. Ich glaube, deswegen greife ich wohl auch immer wieder darauf zurück. Deutlich wird das an dem Werk Svayamp, eine riesige Wand aus rotem Wachs, die durch mehrere Räume gleitet und Teile von sich an den alten Türrahmen zurücklässt. Das hier sind denkmalgeschützte Räume. Wir können sie nicht beschädigen. Deswegen haben wir viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir am Ende keine Sauerei hinterlassen. Die Werke von Anish Kapoor sind nun bis Mitte Dezember in London zu sehen. Ein aufregender Blick auf einen der angesehensten Bildhauer der Welt.